Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Modern Warfare 3 Video. Mit dem Mid-Season 5 Update sind zwei neue Waffen dazugekommen. Die eine Waffe war der Speer, zu dem habe ich auch schon bereits ein Video gemacht, wie ihr den freischalten könnt. Ist oben rechts beim i verlinkt. Und die zweite Waffe ist der Pfeil und Bogen mit dem Namen Torque 35. Findet ihr bei der Werferkategorie. Diesen Aal werden wir jetzt heute auf Interstellar spielen und ja, wir freuen uns. Ne? Lasst euch eine Bewertung da, gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus und gerne ein kostenloses Abo da lassen, Freunde. Ich bedanke mich für euren Support und wir gehen rein, let's go und bam! So, das ist der Torque 35 auf der neuen Karte Inkthouse, was Stash House ist, nur in dieser komischen, ja, Comic-Grafik. Ja, klasse, neuer Content, ne? Wird direkt mal hier kritisiert. Hi, na, ist das hier? Fuck! Ah, wo ist er? Ah, oh Gott, er wollte mir ans Leder. I, was war das? Ah, 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 hallo, hallo, Kinas. Okay. Also auch wenn der Schuss nicht komplett angespannt ist, wie bei manchen Bodybuildern der Bizeps, oh Gott, dann kann man auch schon One-Hit-Dinger machen. Finde ich cool. Oh, alter Streaks. Wie cool ist das denn? Zack, gibt's einen direkt in die Rübe. Eins zum Nachdenken. Die Waffe ist recht spritzig. Was wird das hier? Erdkunde 1 Plus? Oh, hinter mir, vor mir, über mir, obwohl es gar nicht möglich ist auf der Karte. Es ist zum Mäusemelken, ne? Ich finde, man hätte eigentlich den Fall und Bogen auch in die DMR-Kategorie reinpacken können. Ich meine, da gab es auch aus MW2 die Armbrust. Wäre im Grunde ja dasselbe bei rausgekommen. Oh, nein! Na, wieso schießt du denn nicht? Hallo, schieß doch, du Idiotenwaffe! Ist das respektlos. Ganz kurz mal zur Erklärung, damit jeder von euch Bescheid weiß, wie ihr den freischalten könnt. Ihr geht hier auf die Optionstaste, dann auf Herausforderung, dann auf die wöchentlichen Aufgaben. Dann müsst ihr von Woche 5 5 Aufgaben abgeschlossen haben. Das könnt ihr wieder mehr Spieler machen, Zombies oder Warzone. Das könnt ihr auch wieder zusammen verknüpfen. Und wenn ihr 5 Aufgaben abgeschlossen habt, dann habt ihr die Waffe automatisch freigeschaltet und könnt sie dann spielen. Oh, da bin ich mal reingeslidet. Zack, Junge. Zack, mich reingewischt. Hallo? Ah! Oh! Junge, bist du doof? Oh, hallo? Jetzt kommt hier einer. Irgendwo. Er ist ein bisschen aggressiv. Ich sehe nichts. Das, Alter, dieser Qualm, ne? Reicht doch irgendwie. Okay, der hat ja absolut kassiert, ne? Und zack. Gibt es einen Arschbohrer oder so. In die Kniescheibe rein. Mann! Jesus Maria! Kleiner Test. Okay, stark. Das ist stark. Ja. Oh, selbst der Ball geht kaputt. Das. Mhm. Man muss doch mal Props geben an die Entwickler. Ah! Ja, Schwanzwaffe. Oh Gott. Oh, Gottes Willen. Oh, was? Hallo? Oh! Wer will? Oh! Was ist hier? Was passiert hier? Oh mein Gott! Alter! Sexy. Das ist der Heli. Schönes Aim. Schönes Aim an der Stelle. Und damit Platin. Freunde, der Pfeil und Bogen ist auf Interstellar. Der Grind war echt asozial. Vor allem die Kills aus der Hüfte. Ne, manchmal sehr inkonstant die Waffe. Ja, ist eher eine Spaßwaffe, ist jetzt keine Meta-Waffe oder so. Die auch stark sein kann. Aber hat jetzt, wie gesagt, mit Meta nichts zu tun, muss man an der Stelle sagen. Vom Schaden her auch ein bisschen unkonstant. Mal macht sie mehr Schaden, mal weniger. Ja. Oh, moin. Ja, wie gesagt, ist eine lustige Waffe. Aber nicht mehr und auch nicht weniger.
Muss auf jeden Fall die Feuerart kritisieren, dann auch die Kugelgeschwindigkeit und auch, wie gesagt, wenn der Gegner vor dir läuft, rennt auf dich zu, ist okay. Aber wenn der Gegner von links nach rechts rennt, ist schon eine schwierige Nummer. Na komm. Was auch noch ein Problem ist, natürlich, man kann keine Wallbangs verteilen. Natürlich, ne, ist halt ein Pfeil. So eine hohe Durchschlagskraft hat die Waffe natürlich nicht. Aber sie macht auf jeden Fall Spaß. Und das macht überhaupt keinen Spaß. Ach, du dickes Ei, ey. Schön. Also man kann schon einige Clips damit hitten. Aber wie gesagt, schöner Schuss. Ist keine Meta-Waffe. Lebst du noch? Ha! Was? Noch mehr? Gefahr! Gefahr, Gefahr. Oh, das war schön. Noch mehr? Nicht wirklich. Runde macht nur der gespannte Schuss Sinn. Es sei denn, ihr seid wirklich 2 Meter vor dem Gegner, könnt ihr auch aus der Hüfte sprayen mit einem, ja, normalen Schuss. Boah, schön. Eine Spaßwaffe muss Spaß machen. Oh, schöner Schuss. Reicht jetzt nochmal. Oh, geil. Stark. Es gibt auch verschiedene Munitionstypen für die Waffe. Irgendwie Thermitspitze und Tränengas und Anpinnungs-Dingsterbumster. Also. Oh! Ach, viermal in die Wand gefahren. Na, weg, 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 weg. Oh, knapp. Knappe Kiste hier. Oh, warte, den piekst sich. Oh mein Gott! Okay, vielleicht nochmal die Streaks Fresh machen. Jawohl, da ist er, der Heli. Jawohl, let's go. Schön. Weg mit dir, du Sau. Waffe schon cool, macht schon Laune, kann man nicht sagen. Hat zwar einige Schwächen, aber auch einige Stärken. Okay, das war Psychose. Einfach reingeschossen in den Haufen. Die spawnen hier. Oh, 10er Streak. Ja, moin. Und an der Stelle würde ich das Video beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst eine Bewertung da. Gerne noch einen Kommentar für den Algorithmus und gerne ein kostenloses Abo da lasst, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und haut rein. Ciao.